Ein Service mehr für die Kunden der Volks- und Raiffeisenbank. Wie hier in der Wismarer Filiale wurden alle Geschäftsstellen mit freiem WLAN für die Kunden ausgestattet, schnell und unkompliziert. Das sichere Netz hilft auch den Kundenberatern bei ihrer Arbeit. Also unser WLAN ist schon sehr hilfreich geworden für uns hier im Arbeiten in der Bank, da wir sehr dicke Mauern haben und die Verbindung hier doch nicht so toll war. Aber mithilfe des WLANs klappt das wunderbar und wir können flüssig erklären und einrichten, das Online-Banking, sprich die Banking-App, dass unsere Kunden da auch voll digital unterwegs sein können. Kein Tag vergeht, an dem nicht Kunden nach dem digitalen Service der VR-Bank fragen. Die VR-Banking-App bietet den Kunden viele Vorteile, unter anderem ein elektronisches Postfach, bei dem die Kontoauszüge schnell einsehbar sind, aber auch 10 Jahre lang aus dem Archiv abgerufen werden können. Sie laden sich das im Store runter und richten sich das ein. Sie bekommen Freischaltcode, wir helfen Ihnen auch gerne bei der Ersteinrichtung. Und dann sind Sie eigentlich schon drin und können loslegen und sehen Ihre Konten, Ihre Finanzstaaten. Also wenn Sie noch Verbundprodukte haben, Bausparkasse, R&V-Versicherung, können Sie das alles dort einsehen. Kontaktloses Bezahlen bis zu 25 Euro ohne PIN-Eingabe. Dafür brauchen die Kunden in Zukunft nicht mal mehr das Portemonnaie zu zücken. Das Handy wird zum Zahlungsmittel. Die Nachfrage nach diesem Service der VR-Bank steigt. Auch die digitale Karte wird nachgefragt und funktioniert genauso wie eine normale EC-Karte, nur dass die eben eingesteckt ist. Sozusagen, wenn man das Portemonnaie vergisst, ist es nicht schlimm. Meistens hat man das Handy dabei und kann dann damit bezahlen. Genauso wie mit einer normalen EC-Karte, genau. Infos zu den digitalen Angeboten der Volks- und Raiffeisenbank finden Sie unter www.vrbankmecklenburg.de/apps.